Atme, atme, merke, dass du bist. Und es scheint fast ein bisschen langweilig zu sein, dass unsere Aufmerksamkeit jetzt wirklich diese zwei Tage auf dem Fakt, nur auf dem Fakt liegt, wie ich erfahre in jedem Augenblick, dass ich existiere. Und eine gute Übung ist auch, diejenigen, die bei mir in den Kursen sind, kennen diese Übung auch schon auswendig. Wenn du wieder bemerkst, oh, ich denke zu viel oder was auch immer, Gedanken stoppen. Einfach zu sagen, Gedanken stopp. Stell dir ein Riesenstoppschild vor oder was auch immer hilft. Oder so eine Tröte, so ein Megafon und da sagt einer stopp. Was auch immer hilft, stoppen. Und es funktioniert. Und in diesem Raum, der sich dann auftut, wenn du deine Gedanken gestoppt hast, einfach weil du nicht deine Gedanken bist, sondern der Raum, vor dem die Gedanken einfach sich immer wieder anbieten. Ja? Stopp! Und in diesem Raum, noch während das P vom Stopp verklingt, in diesem Raum, der sich da auftut, dich aufzumachen, dich weit zu machen in der Erfahrung des Existierens, des bloßen Existierens, für das nichts erforderlich ist. Vor allem nicht denken. Du existierst auch ohne einen einzigen Gedanken denken zu müssen. Das ist die Befreiung. Es ist tief in uns verwurzelt, zu glauben, wir müssten alles organisieren, wir müssten denken, um zu überleben. Aber da wir ewig sind, gibt es kein Überleben. Auf dieser Ebene, auf der Formebene, gibt es kein Überleben, weil dieser Körper nur temporär zu gebrauchen ist. Und auf der anderen Ebene gibt es kein Überleben, weil sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Fühl das vom Kinn abwärts, dass es wahr ist. Oder frag dich, vom Kinn abwärts, ist das wahr? Ist das Bullshit? Ist das wahr? Wohin pendelt mein inneres Pendel da gerade? Existiere ich immer? Wie wäre das denn? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich immer existiere? Ich, ohne Körper, ohne Gedanken, pures Bewusstsein über mein Sein. Freiheit von allen Begrenzenden, weil Ewigkeit per se unendlich ist. Und deshalb hatte ich auch vorgeschlagen, schon mal gestern, dass wir alles um einige Gänge langsamer tun, was wir tun, zumindest häufig am Tag, um diese Bewusstheit wieder mehr in unser tägliches Sein einzuladen. Denn dadurch, dass ich es langsamer mache, mache ich es bewusster, weil ich mich schon bewusst dafür entscheide, jetzt mit meiner Aufmerksamkeit mehr bei dem zu sein, was ich bin. Und eine gute Übung ist es, darauf zu achten, was ich mit meinen Händen mache, also meinen Fokus die ganze Zeit auf meinen Händen zu haben, egal ob ich jetzt eine Tasse aus dem Schrank hole. Ich bin wirklich bei dem, was meine Hand gerade macht und bei sonst nichts. Nicht dabei, was ich mit dieser Tasse machen möchte, nicht bei dem, was vielleicht in Zukunft mit dieser Tasse ist, nicht bei dem, was ich vielleicht mit vergangenen Gedanken über diese Tasse verbinde. Ich bin
nur bei meiner Hand und bei dem, was ich jetzt gerade tue. Und lasse mal fließen, was dann vielleicht entsteht, wenn ich nicht mehr denke, sondern mich mit dem verbinde, was schon weiß, was damit passieren soll, innerlich. Also einfach mit mir im Kontakt sein. Und auch zuzulassen, dass das, was ich dann vielleicht mit dieser Tasse tue, vollkommen sinnlos ist. Und es trotzdem mal zu tun. Vielleicht wollte ich mir einen Tee machen eigentlich und jetzt stelle ich fest, nee, die soll irgendwie aufs Fensterbrett. Okay, dann lasse ich es doch einfach mal laufen. Das hier ist unser Labor. Einfach mal laufen lassen, ist so verrückt es sich auch anfühlt, was daraus entsteht.